Das ist die Geschichte von der Eierlerhexe in Schalders. Das ist ganz eine pfiffige Hexe, das ist ganz eine gefeilte. Und die Hexe, die ist überall und man sagt, irgendwo, wenn es brennt in Schalders, da war die Eierlerhexe da. Weil die Hexe, die hat einen Besen, mit dem fliegt sie durch die Gegend. Und dann hat sie noch eine Tasche mit, da klaut sie noch zusammen, was sie findet, was sie halt zusammenrabert. Und meistens hat sie einen Amsel oder einen Raben auf dem Hut. Und in der Hand hebt sie allem ein Büschel Reisig, die brennen. Und wo es geht, schiert sie um. Sie ist auch nicht mehr die Jüngste, das ist schon eher eine alte Hexe. Und du siehst ja nachher, ich werde das ja sagen, der ist schon ziemlich alt, hat ein Netz Gewandel und ist fast wie ein Faschingmäßig umgezogen, rote Federn hat sie auf dem Hut, weil alle die Leute, die gefährlich haben gerne rote Federn auf dem Hut. Und heute ist sie ganz lustig auf dem Weg, weil der hat einen ganz neuen Besen. Der geht natürlich schneller, das ist wie ein neues Auto. Und da sage ich dir, wie die Eierlerhexe aus Schalders dahin fliegt mit ihrem neuen Besen, dann hat sie die Sonntagstasche, die fliegt auch hinter ihr her und auf dem Hut oben huckt der Vogel und in der rechten Hand haltet sie die Reisige, die allen brennen und da muss man aufpassen, weil wenn man nicht aufpasst, dann schert sie die Höhe. Und deswegen haben alle ein bisschen einen Respekt vor der Eierlerhexe in Schalders. Und es ist besser, wir begegnen ihr nicht.